im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass auch du heute wieder dabei bist. Ja? Wir werden heute wieder einiges gemeinsam erleben. Gestern habe ich etwas vergessen. Und zwar beim Philodendron Burmax variegata haben wir noch den kleinen Stecki. Den gucken wir uns gleich als allererstes an. Anthurium. Gibt es heute ein kleines Update, da hat sie auch was getan, auch was sehr Interessantes, abgesehen davon, dass die Pflanze tatsächlich noch lebt, in der Selbstbewässerung, in der Erde. Ja, cooles Ding, muss ich sagen, das werden wir auf jeden Fall weiter begleiten, wie alles andere auch, ganz klarer Fall. Aber das sind so Sachen, ich sag's mal so, die jetzt neuer sind, ne? Die sind dann etwas interessanter für die Zuschauer, die schon länger dabei sind, denn die anderen Geschichten kennen wir, begleiten wir trotzdem weiter, ganz klarer Fall. Ja, das Schöne bei der Anthurium hier ist, dass wir sie bestäubt haben. Das ist ganz einfach, dann nimmst du einfach Finger, ne, und dann ziehst du einfach zwischendurch mal hier über diese kleinen Kölbchen einfach drüber. Das machst du ab und zu einfach mal und irgendwann passiert das dann schon von ganz alleine. So, ich habe ja gesagt, wir wollen uns erst die, den Philodendron angucken, bevor wir hier gleich zu kommen. Das machen wir jetzt auch erstmal, sonst vergesse ich das gleich wieder. Das Moor. Ja, es gibt es tatsächlich immer noch. Und ja, wir müssen hier mal was rauspacken. Und zwar diese wunderschöne Efeutute Marble Queen. Weil das ist doch jetzt mittlerweile so groß gewachsen, das bedeckt mir doch zu viel, muss ich sagen. Wenn ich mir was überlegen heute, was wir damit machen. Gut, jetzt kommen wir zu dem Stecki. Oh, der ist nämlich klitzeklitzeklein. Wirklich klitzeklein. Hier sind zwei Steckis. Im Vordergrund siehst du hier die Efeutute. Das ist diese Variegata-Form. Hat tatsächlich ein Variegata-Blatt hervorgebracht. Gucken wir gleich auch mal etwas näher hin, wenn wir schon dabei sind. So, dahinter liegt der Stecki. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich den jetzt hier einigermaßen drauf kriege. Ja, guck mal, das kriegen wir so hin. Ne? Da liegt er. Da kannst du jetzt schon sehen, der obere Teil ist komplett abgegammelt. Ist aber nicht so tragisch. Der Stecki hat das abgeschlossen von ganz alleine. Also die, wie soll man sagen, das, was kaputt ging, hat er abgeworfen. Sagen wir es mal so. Und das ist dann komplett vergangen. Da siehst du so einen kleinen braunen Stängel oben drauf. Ne? Das war die eigentliche Pflanze, wo man hätte denken können, dort wird sie wachsen. Aber das Schätzchen hat sich was ganz anderes überlegt. Und dazu muss ich es aber rausnehmen gleich. Dann gucken wir uns das ein bisschen näher an, wie das aussieht. Genauso wie den Stecki hier. Den müssen wir auch mal kurz rausholen. Ich versuche es mal so. Ich versuche es einfach mal. Wie sehen die Wurzeln aus? Ja, doch, also heftig gewachsen. Jetzt sagst du auch heftig, diese kleinen Wurzelchen. Für den Kandidaten ist er schon heftig. Und wir sehen sogar eine Wurzel direkt aus dem Neuaustrieb herauswachsen. Ach, das ist so schön mit dem Moor hier, das zeige ich dir. Das macht so viel Spaß. Muss ich aufpassen, dass ich mir nicht abbreche hier. So, vorsichtig wieder reinlegen. Und dann hole ich uns gleich das andere Schätzchen raus da hinten, dass wir uns etwas näher ansehen können. Oder kriege ich das jetzt so hin? Ich versuche es einfach. Ne, ich hole ihn gleich ganz raus. Da muss ich die Pinzette holen. Das ist mir doch zu. Guck dir mal meinen Finger an hier. Ne? Nee, das kriege ich nicht hin. Was wir aber noch hinbekommen, wir können mal kurz die Marble Queen hier rausziehen. Mal zu gucken, wie das jetzt ausschaut. Oh, die hängt schon richtig fest. Die hängt schon richtig fest. Hier mit dem Moos verwachsen auch. So, vorsichtig. Boah, das ist so Hammer. Das ist echt der Wahnsinn. Hä? Was die hier abgehen im Wurzelbereich. So, ich werde sie jetzt aber, wie gesagt, rausnehmen. Sie gleich erstmal ins Wasser legen. Weil das wird mir doch jetzt hier too much. Ne? Dann können wir ja auch was Neues reinstecken in dem Sinne. Das Moos ist auch wunderschön gewachsen hier drin, muss ich sagen. Sieht richtig klasse aus. Boah, das ist... Es ist irre. Es ist einfach nur irre. Wahnsinn. Wenn man jetzt herauskriegen könnte, woran das tatsächlich liegt, dass die so gut wurzeln im Moor. Ne? Das ist der Wahnsinn. Okay. Man könnte ja eigentlich denken, dass im Moor, das ist ja schon sehr alt, ne? Dass im unteren Bereich das alles Matsche und Modder ist und gammelt oder wie auch immer, ne? Weil das ja komplett abgeschlossen ist von der Luft. Aber denkst du, ich meine, man sieht es ja den Wurzeln an, die wachsen dahin und denen gefällt das da richtig gut. Ja, okay, nehmen wir erstmal so mit. Ich muss ja aber erst jetzt ins Wasser packen und dann sehen wir gleich den kleinen Stecki nochmal, um mal zu sehen, wie der sich so entwickelt hat. Oder kriegen wir das jetzt so hin? Moment. Die wunderschöne Angel Wings Xanthosoma Lindenii Angel Wings mit ihrem neuen Blättchen, das hier rauswächst. Deswegen sind wir jetzt aber nicht hier, sondern, hat schon denken können, ne? Tada! Ja, die Efeututen Marble Queen sind jetzt ins Garnelenbecken gezogen. Noch sind keine Garnelen drin, dauert noch ein bisschen. Hier sehen wir dann auch nochmal, ja, ne, unseren Biofilm. Biobakterien in dem Sinne. Das sieht schon mal krass cool aus mit den Wurzeln. Hier haben wir die
andere Efeutute, die Enjoy, die ist ja schon heftig hier reingewachsen. Ich muss mal einen anderen Hintergrund besorgen langsam. Ich glaube, ich mache einen blauen Hintergrund. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Übrigens, die Werte sind okay nach wie vor. Alles easy, alles tippitoppi. Das war ein Bus. Der hat es aber eilig. Ja, also ich finde das mega cool mit den Wurzeln hier. Ich glaube, das werden wir auch so übernehmen hier insgesamt bei dem ganzen Becken. Voraussichtlich zumindest, weil ich finde es einfach mega cool. Muss ich sagen, das gefällt mir tatsächlich. Ja, ist so, ne? Ich bin halt auch so ein Wurzelfreak, ne? Ansonsten, ja, hätten wir vielleicht auch gar nicht so viel erlebt hier im Pflanzenreich, ne? Wenn das nicht so wäre. Denn Wurzeln sind schon fantastisch anzusehen. So, das kurz so als Update hier gesehen. Das läuft also, ja, richtig gut, muss ich sagen. Das gefällt mir. Also von daher werden wohl bald Garnelen einziehen, denke ich mal. Ja, jetzt habe ich aber ein Problem, und zwar die Entscheidungsfindung. Welche nehme ich denn? Carradina? Voraussichtlich ja. Aber ich bin mir nach wie vor nicht sicher, welche. Denn es gibt so viele wunderschöne. Ja, das ist dann schon gar nicht so einfach. Ich bin auch am Überlegen, ob ich hier ein buntes Becken draus mache von den Garnelen. Also jetzt nicht zuchtmäßig direkt, sondern einfach mehr oder weniger zum Anschauen. Gut, wenn sich vermehren, ist auch okay. Zuchtbecken, sowas können wir später nochmal machen. So, ich schweife gerade ab, ich weiß. Aber dann haben wir jetzt auch hier ein kleines Update, ne? Von den wunderschönen Marble Queen jetzt im Wassertank. Ah, das sieht schon cool aus mit den Wurzeln. Das gefällt mir mega cool. Richtig gut, ne? Wenn da noch ein ordentlicher Hintergrund hinter ist, passt das schon. Dann kommen wir jetzt zu dem kleinen Stecki. Wie gesagt, hier das Braune, das ist halt das, was abgestorben ist. Ne? Da ist also nicht mehr viel. Das können wir ruhig oben drauflegen, das macht nichts, denn wir haben ja auch hier kleine Tierchen drin. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht auch mal sehen zwischendurch. So, dann gucken wir uns den Stecki jetzt mal etwas näher an. Ich nehme mal vorsichtig, lege ihn mal hier oben drauf. Interessanterweise hat er hier oben am Ansatz noch eine Spitze. Kann man das erkennen? Jo. Da ist noch eine Wachstumsspitze. Wer hätte das gedacht? Das Ganze ist abgefault und trotz alledem ist noch eine Wachstumsspitze zu sehen. Wobei das Wachstum sich insgesamt scheinbar ganz woanders hinlenkt. Hier sehen wir jetzt die Wurzel. Hat sich nicht viel entwickelt. Ich versuche das mal zu drehen. Vorsichtig, so dass wir besser sehen können. Ja, hier kann man es besser sehen. Hier, das ist also der Trieb hier, wo sich voraussichtlich die Pflanze zu entschieden hat. Also es ist keine Wurzel, ne? Das ist ein Wachstumspunkt tatsächlich vom Trieb. Also Blatt. Ansatz in dem Sinne. Und direkt daneben ist noch ein ganz kleiner Trieb. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob es eine Wurzel ist oder auch wieder ein Ansatz zum Blattwachstum in dem Sinne, Triebwachstum. Denn wir kennen das ja von den Burl Marx, ne? Die wachsen ja richtig krass cool, mystisch. Und auch dieser kleine Stecki zeigt uns das schon. Ja, okay, nehmen wir jetzt so mit und dann schauen wir mal, wie er sich weiterentwickelt. Ich lege ihn allerdings jetzt wieder rein hier. Aber da muss er schon aufpassen, dass er immer einen ordentlichen Standort hat hier im Moor. Denn der Wasserspiegel fällt zwischendurch auch mal ein bisschen, dass er dann nicht im Trockenen liegt. Ne? Da muss man dann schon aufpassen ein bisschen. So, siehst du wohl, ist er wieder ordentlich hier versorgt. Ja, das ist schon eine krass coole Sache mit dem Moor hier. Ne? Auch mit dem Stecki hier, super Sache. Ach so, von dem, wie heißt das Moos jetzt? Weihnachtsbaummoos oder so? Lol. Habe ich da hier ein kleines Stück mal reingelegt gehabt. Das ist das, was im Aquarium ist, also im Garnelenbecken. Um mal zu gucken, wie sich das hier im Moor entwickeln wird. Ja, okay. Mega coole Sache, muss ich sagen. Also das ist schon echt der Burner, ne? Wirklich, das ist so fantastisch. Was steckt man jetzt da rein? Okay, pass mal auf. Wir machen mal was ganz anderes. Mal gucken, ob das vielleicht auch funktioniert. Ich habe noch so ein paar Alocasia-Knollen. Ich werde mal eine einfach hier vorne reindrücken. Nein, die fällt mir runter. Das geht nicht. Dann lege ich sie hier oben rein. Mal eben gucken, wo oben und unten ist. Da ist die Nabelschnur. Müsste das oben sein. Ja, genau. Dann lege ich die einfach mal hier rein. Einfach so, ne? Just for fun. Um mal zu gucken, ob das vielleicht dann auch schneller funktioniert. Ja klar, dann gucken wir uns natürlich auch das Blütenmeer an. Also tatsächlich, das ist wirklich ein Blütenmeer. Die Utricularia sandersonii, das ist so eine herrliche Pflanze. Na gut, sie ist allerdings prädestiniert dafür, Moos zu unterdrücken. Das ist eine richtig coole Sache, dass ich auch das hier aus diesem Projekt gelernt habe. Denn eigentlich sollte das ja ein Moosmoor sein, ne? Und kein Utricularia-Moor in dem Sinne. Aber, was soll ich sagen, es gefällt mir trotz alledem richtig gut. Und jetzt hier in den Teich, da kann ja immer wieder mal ein bisschen Moos reinwachsen. Hinten am Rand ist auch noch so ein kleines bisschen. Übrigens sind hier auch noch Sonnentaupflanzen drin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nah genug hinkriege. Ihr kannst schon diese Stängel erkennen.
Gucken, wie ich den scharf gestellt kriege. Aber man kann sie schlecht erkennen da unten drin. So ein bisschen vielleicht, ne? Hier, das sind jetzt die Blütentriebe tatsächlich von den Sonnentaupflanzen. Also auch das funktioniert tatsächlich hier im Moor. Aber das ist schon krass, ne? Wahnsinn. Dann nehmen wir mal kurz den pH-Wert mit. Der liegt ja bei ca. 4,3. Ja, ne, ist recht niedrig, aber ist halt Moor. Dann ist das nun mal so, ne? Da stellt sich jetzt die Frage, liegt es vielleicht daran, dass die Wurzeln besonders einwachsen? Wäre das denkbar und möglich? 4,2, aber viel wird sich jetzt wohl nicht mehr tun. Ich schüttel und rüttel noch mal ein bisschen. 4,1, da denkst du, gucke mal, ne? 4. Ja, okay. Geht er noch weiter runter? 3,9. Es kann das natürlich auch in der Matsche selber unten noch ein ganz anderer Wert sich ergeben. Ne? Aber das ist jetzt hier im Wasser gemessen tatsächlich. 3,9. Okay, das sollte jetzt aber gut sein. Ne? Ich schüttel noch mal ein bisschen. Nee, ist okay. pH-Wert 3,8. Lol. Ich sag's dir, du. Ja, so ist das. Ne? Ein bisschen Geduld manchmal mitbringen. Ich rüttel und schüttel noch mal ein bisschen. Oder soll ich das jetzt abbrechen hier? Jetzt haben wir 3,7. So ist das, 3,8, da siehst du, also komm, wir gehen mal von 3,8 aus, ne? Dass wir das schon mal haben. Ich messe gleich nochmal einen Mikrosiemens-Wert. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Wir sind jetzt knapp über 60 Mikrosiemens hier vorne in der Ecke. Die Werte sind allerdings sehr unterschiedlich. Wir haben auch so einen kleinen Teich angelegt, ne? Einfach nur, um da so eine Messstation zu haben. Dann gucken wir mal direkt in den Teich rein hier, wie das hier aussieht. Hier haben wir, oh, glaubst du nicht, ne? Etwa so 26? 26 Mikrosiemens. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ist ein bisschen schwierig mit dem Gerät hier. 26 Mikrosiemens. Dazu muss ich aber auch noch mal kurz erzählen. Hier in den Teich habe ich ab und zu einen kleinen Schluck Dünger mit reingegeben. Ne? Also nicht volle Pulle, sondern von der 500er Variante. So einen ganz kleinen Plüppt. Ne? Ganz klein wie Blub. Ne? Weiß Bescheid. Einen ganz kleinen Schluck und wir sehen, ja, das ist tatsächlich verbraucht worden von den Pflanzen. Im hinteren Bereich wird das ganz anders aussehen, aber ich denke mal, das kriege ich jetzt nicht drauf. Ich versuche es trotzdem mal. Wenn ich selber halt für mich einmal kurz messe, hier sind wir jetzt mal, guck mal, ist viel mehr hier hinten. Ne? Hier sind wir jetzt mal, oh, ich hoffe, man kann es erkennen, knapp 90 Mikrosiemens. Schwankt auch ein bisschen, je nachdem, wo man auch gerade, bei hier ist schon ein bisschen Matsche, wo man dann auch gerade reinkommt. So, ne? Also knapp über 90 Mikrosiemens sind hier hinten in der Ecke nochmal kurz geguckt. Ja, guck mal, da haben wir 225. Hier ist noch mehr drin. Ne? Ja, auch das mal interessant zu sehen. Also, wenn wir die Nährstoffe aus dem Moor raus haben wollen, dann setzen wir einfach zwischendurch ein paar Steckis rein hier und lassen die bewurzeln. Und die ziehen dann den Überschuss einfach raus. So, aber man kann schon abschweifen, ne? Wenn du so eine Geschichte anfängst morgens, ne? Möchtest du etwas filmen, etwas zeigen und schwupps, die wupps, tolle Geschichte. Okay. Ich werde jetzt kleine Pause machen, mich ein bisschen sammeln und dann mal gucken, was wir uns gleich angucken. Zumindest das, was ich mir vorgenommen hatte, dass wir das wenigstens heute noch fertig kriegen. Das ist übrigens die Orchidee in der Holzkohle. Fängt bald an zu blühen. Coole Sache. Ja, mega coole Sache, wie vieles andere auch. Eigentlich müsste ich heute übrigens auch einen Wasserwechsel machen, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich es heute mache. Vielleicht mache ich es auch morgen. Dann mache ich da vielleicht auch einen kleinen Clip mal wieder zu, dass wir da ein kleines Update haben in der Serie für das Becken. Auch mal gucken, ne? Eins nach dem anderen. Hier wächst der wunderschöne Kakaobaum. So, jetzt kommen wir zu dem Projekt, was ich eigentlich heute als erstes machen wollte, die Anthurium. Hier tatsächlich in der Selbstbewässerung. Die Erdoberfläche ist ganz leicht feucht, nicht schimmelig, alles easy, alles cool. Alles beautiful. Ja, es ist schon der Hammer, ne? Das, also auch das tatsächlich, können wir jetzt sagen, funktioniert. Man muss eben nur wissen, wie es geht, ne? Das ist ganz wichtig. So, es dribbelt, ne? Also ein bisschen Wasser ist unten noch drin, nicht mehr viel. Eine kleine Pfütze ist da unten noch drin, ne? Also könnten wir rein theoretisch auch nachfüllen. Das machen wir aber nur, wenn wir nicht zu viel Wasser hier im Erdreich haben. Ansonsten warten wir einfach, bis das komplett verbraucht ist und die Oberfläche richtig abtrocknet wieder. Und dann gießen wir tatsächlich hier unten wieder etwas nach. Nicht über die Erde, sondern nur hier unten rein. So, und ich demonstriere es jetzt nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben, wie das denn mit dem Docht funktioniert. Dazu ziehe ich die Pflanze einfach raus hier. Das mache ich zwischendurch mal, um mal zu gucken, wie das dann so aussieht. Ja, so sieht das aus. Wunderschöne weiße Wurzeln. Nach wie vor richtig klasse. Und es ist tatsächlich auch, kann man sagen, gut nass. Ne? Nicht pitsche nass, aber doch so, dass es gut feucht ist. Und der Docht liegt hier unten also nur auf dem Boden auf. Ne? Und nicht
im Substrat bzw. in der Erde selber. Und wir sehen, es funktioniert. Also, ich werde erst Wasser nachgießen, wenn es tatsächlich komplett verbraucht ist und die Pflanze wieder Wasser braucht in dem Sinne. Und dann gießen wir hier unten Wasser rein, nicht über die Erde, damit wir die nicht Pichipachinas machen. Wenn das mal gegeben ist, ist auch nicht so schlimm, aber sollte man definitiv nicht kontinuierlich machen. So, das dazu zum Pflegeaufwand. Ne, liegt also auch bei 500 Mikrosiemens, haben wir so, glaube ich, letztes Mal gegossen und gedüngt. Werde ich nochmal kontrollieren. Kriegen wir das jetzt so hin bei der Pfütze hier? Schwierig. Ich versuche es trotzdem mal. Mal gucken, was da jetzt drin ist. Ja, wir haben 630 Mikrosiemens drin. Ne? Also der wird auch bei 500 befüllt wieder dann anschließend. Und dann ist gut. Und wir sehen, er kommt damit gut zurecht. Wachstum ist auch gegeben. Das ist ein ganz neues Blatt hier, was herausgewachsen ist. Dieses hier. Und kommt dann noch irgendwo was? Ich gucke gerade mal. Momentan kann ich nichts erkennen. Doch. Aber das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil das ist so klein. Immer, es ist so, hier wächst eine Spitze raus. Also kein Blatt in dem Sinne. Es kommt erst eine Spitze. Und da denkt man, hey, was ist das denn? Was wird da? Ne? Und dann entwickelt sich daraus ein Blatt. Ich versuche das mal rüberzuziehen. Hier, wo meine beiden Finger zusammenlaufen, da kannst du die Spitze erkennen. Ne? Das entwickelt sich mal zu einem Blatt tatsächlich. Ja? Wachsen relativ langsam, muss ich sagen. Sehr verhalten, genügsam, richtig cool. So, und dann kommen wir noch mal kurz zu dem Schätzchen hier. Kriegen wir das jetzt in einem Rutsch hier hin. Ich stelle mal kurz hier vorne hin. Das haben wir hier in der Wasserkultur, das Ganze. Um mal zu gucken, wie die Flamingoblumen darauf reagieren. Und ich muss sagen, das läuft gut. Das läuft richtig gut sogar. So, dann ziehen wir es auch mal raus, um das nochmal angucken zu können, wie das aussieht. Jawohl, das sieht doch gut aus, muss ich sagen. Wachstumstechnisch, ich gucke gerade mal. Ja, auch hier kommt was rausgewachsen. Und zwar, ich versuche das mal, kriege ich das jetzt so hin hier? So. Hier kommt ein kleines Blatt gewachsen. Ne? Also auch das funktioniert tatsächlich. Hier müssen wir mit der Konzentration aufpassen, dass wir nicht zu viel reinkriegen im Wasser. Ich muss nochmal nachmessen, ob ich gegebenenfalls das mal wechseln sollte. Wir sind bei 350, das ist okay. Das können wir tatsächlich so belassen. Ne, also hier muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein in der Wasserkultur. Anfangs sind ja auch einige Wurzeln kaputt gegangen. Ne? Dann sollte man das Wasser mal wechseln zwischendurch, wenn das wirklich gegeben ist. Anfangs kann das tatsächlich passieren, hier war es dann auch so. Aber wenn das erstmal okay wieder ist, dann wachsen die Wurzeln fröhlich munter weiter. Und es funktioniert. Oh, wunderbar, ne? Also im Wasser, in der Erde, auch im mineralischen Substrat haben wir ja auch welche. So, jetzt kommen wir dann kurz nochmal zu den Fruchtständen in dem Sinne. Was sich da entwickelt, ich gucke gerade mal, wo ich das gesehen hatte. Ah ja, hier. Hier kann man es ganz deutlich sehen. Ich hole uns das Ganze jetzt allerdings mal ein bisschen näher ran. Sieht schon sehr interessant aus, muss ich sagen. Hier sehen wir jetzt tatsächlich Samen, die sich entwickeln, auf dem Kolben in dem Sinne. Das sieht krass cool aus. Jetzt nur die Frage, wann sind die denn reif? Wann kann man die denn dann zur Aussaat bringen? Das müssen wir noch in Erfahrung bringen. Weiß Bescheid. Bringen. So, mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Hier haben wir nämlich einen Kolben. Der hat einen, ich sag's mal so, etwas ausgereifteren Samenstand in dem Sinne. Hier ist nur ein einziger, der tatsächlich herausgewachsen ist. Aber das sieht schon mal mega interessant aus. Die Frage ist jetzt, ist der schon reif oder kriegt er noch eine andere Farbe? Wird er vielleicht noch rot oder orangener in dem Sinne? Wird das vielleicht noch länger dauern? Ich kann mal vorsichtig ein bisschen drücken. Nee, da tut sich noch nichts. Das hängt noch fest dran. Also da wartet man dann tatsächlich noch ein bisschen, würde ich sagen. Aber das sieht schon mal cool aus, ne? Dass das so dann schon mal funktioniert. Die Frage ist halt jetzt, wann sind sie reif? Und wenn wir das wissen, ist dann die Frage, wann können wir sie oder beziehungsweise wie können wir sie zur Aussaat bringen. Ich drehe das Ganze nochmal kurz, denn hier haben wir nämlich einen Kolben. Oh, der ist nämlich hammermäßig befruchtet worden. Das ist hier noch ein ganz frischer. Aber der hier, guck dir das mal an. Das sieht so krass cool aus. Ist sowieso im Pflanzenreich, wenn man diese Details sieht. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Ne? Also wenn du von Weitem guckst, so, du siehst ja eigentlich nur dieses Hochblatt, diese schöne rote Farbe. Ne? Und der Kolben selber, der interessiert eigentlich gar nicht so. Aber das ist mit das Interessanteste, muss ich sagen, was sich da so nach und nach entwickelt. Also es ist schon fantastisch. Ne? Ja, richtig cool. So, dann drehen wir noch einmal andersrum hier. So, gucken wir uns das auch nochmal an. Ja, die schöne Giraffe da hinten mit der Mosaikpflanze, die nach wie vor wunderschön da hinten wächst, mit sehr wenig Licht, wie die anderen Pflanzen auch. Oh, warte mal. Wir müssten uns da hinten auch noch was angucken. Warte mal, kriegen wir das so? Guck gerade mal.
Da. Da unten. Da unten. Da entwickelt sich etwas sehr Merkwürdiges. Ich weiß nicht, wie nah ich das jetzt dran kriege und wie das mit der Belichtung funktioniert. Ich versuche es einfach jetzt mal. Kann man das erkennen? Ja doch, man kann es so schon erkennen, ne? Oh. Oh ja, das kann man. Ich, da habe ich voll rangezoomt. Das kann man so schon erkennen. Ja, was erkennt man denn da? Hm. Tja, ich würde sagen, ich mache so ein kleines bisschen heller. So, so. Ja, so, ne? Guck mal. Voll aufmachen, dann läuft das schon. Ja, Kringelschwänzchen. Schweineschwänzchen. Ja, die Spitze, die wächst gedreht. Also dreh, 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 dreh. Nicht nur einfach gedreht, sondern vierfach, fünffach gedreht. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist übrigens Philodendron, Scandens Brasil. Jo, was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Es ist das erste Mal, dass ich das tatsächlich so in Augenschein sehen kann. So, das muss ich mal kurz wieder umstellen, das Ganze hier. Ja, die Scandens Brasil ist eine wunderschöne Pflanze. Wunderschön. Richtig krass anzusehen. Ja. Mit der Zeit vergrünen die Blätter ein bisschen, aber der Neuaustrieb, der kommt immer wieder schick rausgewachsen, wie wir das hier auch sehen können. Ja, es ist schon einfach nur fantastisch. Aber wieso macht die so Kringel? Ja, wieso macht die das? Tja, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, ob wir das noch in Erfahrung bringen. Aber die Scandens Brasil als Wandbepflanzung ist eine mega coole Sache. Ja, vor allem, die wachsen auch sehr lang, ne, und trotz alledem recht buschig. Also zur Begrünung, wunderklasse. Wunderklasse, lol. Wunder, Wunder, weiß Bescheid. Also man könnte auch rein theoretisch zweierlei machen, ne, so wie wir es jetzt sehen. Dann nochmal links oder rechts in dem Sinne und mittig dann beispielsweise Gemälde, Bild oder wie jetzt auch hier Schrank, wie auch immer. Ne. Das ist dann schön eingerahmt, sieht auch cool aus. So, komm, ich schweife voll ab hier. Aber was soll ich sagen, im Moment ist es aber auch so, ja, dass es unheimlich viel Freude macht, das Ganze hier so zu begleiten. Jetzt haben wir eine kleine Galerie hier stehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich meine. Die beiden sind, glaube ich, miteinander verwandt. Die haben wir damals, werden ja zwei, einmal diese hier und da hatten wir noch eine und die haben wir getrennt und das werden voraussichtlich diese beiden hier sein. Der sieht gut aus. Hat so ein paar alte Blätter von damals noch. Ja, die sind so ein bisschen ja, in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe sie erstmal dran gelassen, damit die Pflanze die Kraft auch behält. Und die Blätter jetzt nicht mehr so schick aussehen, die schneide ich jetzt einfach mal ab. Weil es irritiert einen jedes Mal, wenn man da dran vorbeigeht und sieht dann die kaputten Blätter und denkt, geht es der Pflanze nicht gut oder was? Nee, der Pflanze geht's gut. Das sind halt die alten Dinger gewesen. Genauso hier ist ein Blütenansatz, oben der Kolben, der ist ein bisschen braun geworden. Damals beim Umsetzen aus der Erde dementsprechend hier ins mineralische Substrat. Aber auch hier läuft es tatsächlich jetzt richtig rund, denn wir sehen auch hier kleine neue Blättchen, die sich entwickeln. Ne? Da hat halt so eine kleine Einfahrphase, könnte man fast sagen. Nee, das ist so. Ne? Ja, auch Pflanzen brauchen Einfahrphasen, nicht nur Aquarien. Und jetzt geht es ja gut. Wird kontinuierlich bei 500 Mikrosiemens gegossen und gedüngt. Ab und zu, ich sage es jetzt nochmal, die meisten wissen es zwar, machen wir auch mal Rundschlag mit Leitungswasser. Ne? Das werde ich jetzt morgen voraussichtlich wieder machen. So, wir haben knapp 1000 Mikrosiemens tatsächlich drin. Also wir sehen, sie vertragen schon ordentlich was, brauchen es auch. Ne? Aber es ist immer in Abwägung. Ne? Man muss gucken, inwieweit das bei welcher Pflanze in welchem Substrat gegeben ist. Im Wasser weniger, definitiv. Ne? Im Substrat, im mineralischen mehr. In der Erde selber wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil hier auch bedingt durch dieses Torf und so weiter und so fort auch relativ viel Wasser verdunstet. Und da muss er auch ein bisschen vorsichtiger sein. Nicht so vorsichtig, also sie können auch 1000 vertragen mit Sicherheit, aber nicht kontinuierlich. Hier genau dasselbe eigentlich auch. Also nicht kontinuierlich 1000, sie hat 1000 jetzt, kommt damit gut zurecht, wächst damit gut und von daher ist das so okay. Also sind definitiv auch Starkzehrer. Aber wie gesagt, nicht übertreiben mit dem Düngen. Ne? Zu wenig ist nicht gut, aber zu viel ist auch nicht gut. Und von daher, wie gesagt, hier haben wir kontinuierlich bei 400 bis 500. Ab und zu mal mit Leitungswasser. Und es läuft. Ist definitiv so. Ne? Aber auch hier muss man dann mal gucken, dass man den Wert nicht zu hoch pusht. Das ist ganz wichtig. Bei 1000 wird da jetzt nichts passieren in dem Sinne. Aber ne, das heißt nicht, dass du ständig mit 1000 Düngen gießen solltest. Das ist auf keinen Fall. Ja, okay. Auch hier die Pflanzen haben kräftiges, schönes Grün. Ja, hier sehen wir auch eine braune Spitze. Aber das ist auch von damals noch gewesen. Das ist halt so. Ne, das geht dann auch nicht mehr weg. Aber ansonsten muss ich sagen, entwickeln sich die Flamingo-Blumen hier wunderbar. Richtig klasse.
Genau. Ja, und nun, und was jetzt? Das sind die Monstera Adansonii, unsere Steckis, ne? Also ich kleine Stücke vermehrt damals. Wunderbar am Wachsen, richtig schick. Und dann mal so ein kleines Nachzögling oder einen kleinen Nachzögling. Den hat er vor kurzem noch mal rausgeholt mit den anderen zusammen. Und der hat ja nur ganz, ganz bisschen Wurzel gehabt, mehr nicht. Ne? Und der steht hier im Teich jetzt drin. Auch wenn es eine Schüssel ist. Ne? Ist halt ein Teich. Auf die Art und Weise kann man sich behelfen. Also wenn man so Steckis hat, die schon leicht bewurzelt sind, aber nicht wirklich aus dem Quark kommen wollen, ne, dann setzt sie einfach so ein Pöttchen rein und versenkst das Ganze einfach ins Wasser. Und dann funktioniert das tatsächlich wesentlich schneller. Das können wir jetzt augenscheinlich auf jeden Fall schon mal so sehen. So, auf dieser Verfahrensweise könnten wir das rein theoretisch auch mit dem Burl Marx Variegata machen, den wir im Moor jetzt liegen haben. Aber das im Moor ist nochmal eine Hausnummer besser im Moment, weil das läuft so gut. Ne? Gut, Moor hat nicht jetzt jeder zu Hause, aber das hier, das kann sich jeder selber machen. Ne? Einfach so ein Schüsselchen mit Wasser. Und das kannst du dementsprechend auch, je nachdem, wie weit das Wachstum vorangeschritten ist, aufdüngen nach und nach. Und dementsprechend das Ganze auch hier drin tatsächlich groß ziehen. Also das funktioniert auch wunderbar. Ja, so ein kleines Blättchen mit zwei kleinen Äuglein. Ach so, ich war gedanklich gerade woanders. Glaubst du es wohl, ey? Ich war gerade woanders mit meinen Gedanken. Plötzlich. Manchmal ist das so, ne? So, dann gucken wir uns mal hier am besten einmal kurz die Wurzeln an, wie die aussehen. Und dann kann ich auch noch mal gucken hier, ob ich hier eingreifen muss, wassertechnisch irgendwas machen oder so. Denke eher nicht, aber man weiß ja nie, ne? So, ist okay, das kommt soweit. Dann nehme ich die Wurzel mal ab hier. Ja, die sollen ja nicht so weit in den Topf reinwachsen, sonst haben wir später wieder Schwierigkeiten, das Ganze umzupflanzen. So, das sieht also gut aus. Das heißt, ich messe mal eben den Mikrosiemenswert. Perwert werde ich jetzt mal nicht messen, habe ich gerade keinen Bock zu. So, wir sind hier bei 630 Mikrosiemens, das ist okay. Die Adansonii sind übrigens Starkzehrer. Also wenn du die in der Erde hast, solltest du auf jeden Fall bei 1000 halten. Ne? Ist besser, denn dann hast du immer kräftiges Grün, keine hässlichen Blattspitzen, weil die kriegen auch braune Blattspitzen, wenn die zu wenig Nährstoffe haben. Wir sehen also, sie ist kräftig grün. Ne? Also das läuft soweit schon mal ganz gut hier in der Anzucht. Bis wir hier auf 1000 gehen, das wird noch ein bisschen dauern. Man sieht es der Pflanze aber auch an. Ne? Wenn so eine Pflanze plötzlich hellere Blätter bekommt oder Flecken an den Blatträndern oder so, dann ist was nicht in Ordnung. Entweder zu wenig Nährstoff oder der pH-Wert passt nicht. Ne? Entweder viel zu tief oder viel zu hoch. Beides ist möglich. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Am besten man hält das so in der Waage. Ne? Dann läuft das wesentlich besser mit den Pflanzen. Grundsätzlich. Ja, schon cool. Ne? Wie schick die sind in klein. Wir haben ja auch welche mit so großen Blättern. Tatsächlich. Aber das ist schon mal viel schicker anzusehen, finde ich. So klein, filigran. Ne? Das ist doch schöner, als wenn man so richtige Blätter hat. Aber obwohl die Monstera Deliciosa, die große, die wir haben, die ist schon eine Erscheinung. Ne? Aber so klein ist auch ganz fein, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Ganz kurz nochmal gezeigt, die andere Anthurium, die in unserem Erdspezialmix ist. Auch der geht es richtig gut. Macht wunderschöne Wurzeln. Auch hier ist noch ein Blatt von damals drin, das nicht so schick aussieht. Auch das werde ich mal abschneiden, weil es ist dann doch besser. Dann sieht man wenigstens auch, ob mal irgendwas kommt oder nicht kommt. Ne? Denn wenn immer was dran ist, was nicht gut aussieht, dann denkst du immer, nee, ist das jetzt neu oder war das schon alt? Von daher einmal kurz schnippschnapp und ab. So, ganz kurz dazu. Ja. Ist schon interessant, ne? Was alles so machbar ist. Wir gucken jetzt noch mal gleich bei der Pelea rein. Tim, nicht viel, aber der gute Wille zählt. Dankeschön für die tollen Videos und Tipps. Ja, ganz herzlichen Dank, Tim. Weiß Bescheid, ne? Das werde ich jetzt jedes Mal machen, wenn was kommt, weiß Bescheid, ne? So, ja, ist so, ne? Eins und noch eins und noch eins und noch eins kommt auch ganz viel. So ist das, ne? So, wir wollten uns das nochmal angucken hier. Pass mal auf. Das wollte ich nämlich eigentlich auch heute Morgen schon gemacht haben mit euch zusammen. Sie gegebenenfalls einzupflanzen. Aber jetzt ist schon wieder, ne, der Film in dem Sinne doch recht lang geworden. So, nach wie vor sehen die Wurzeln richtig toll aus hier. Richtig cool. Das ist dieser Kopfsteckling, den wir abgeschnitten hatten. Und hier haben wir dann das andere Schätzchen, was wir aus der Erde geholt hatten. Ich sehe immer noch nicht wirklich richtig gute Wurzeln wachsen. Immer noch nicht. So, pass mal auf. Das heißt, wir lassen den ganzen Kram immer noch im Wasser stehen. Das Wasser ist noch klar, glasklar. Hier liegen zwar ein paar alte Blätter drin, aber das ist okay soweit. Werde ich nachher mal wechseln. Ja, die alten Blätter raus und dann. Ja, also ich will ihn erst einpflanzen. Oh, ein paar Wurzeln sehe ich doch schon. Warte mal. Warte mal auf, kriege ich das jetzt so hin? Hier ist noch ein kleiner Stecki. Na, voraussichtlich nicht. Ich halte es trotzdem einfach mal ins Bild rein. Vielleicht kann man es ja erkennen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen überbelichtet.
Ja, wir warten noch ein bisschen, komm. Das hat noch nicht wirklich viel Sinn. Ich möchte richtig sehen, dass es ordentlich in Gange ist und dann werden wir das Schätzchen wieder einpflanzen. So. Ja, manchmal ist es besser, wenn irgendwas nicht wachsen will, warum, wieso, weshalb, ne? Dann einfach mal raus und einfach neu bewurzeln lassen und dann dementsprechend später wieder einpflanzen. Und man sieht, man kann auch hier Geduld haben, ne? Im reinen Wasser, wohlgemerkt, bewurzelt alles tatsächlich wesentlich besser. Das ist so. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? So. Okay, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, meine Lieben, das ist schon sehr spannend alles, was wir hier erleben, sehen, erfahren dürfen. Das ist schon mega krass. Für Neulinge ist es manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Ab und zu werde ich auch mal die Faktoren noch mal alle nennen, so was wir machen, ne? Aber ich kann es nicht in jedem Film machen, weil dann wird es auf Dauer doch nicht so spannend. Von daher, ne? Es läuft so, wie wir es machen und von daher. Mal gucken, wie das hier klappt mit der Flamingoblume, dann mit den Samen. Also da bin ich mal mega gespannt drauf. Ne? Immerhin haben wir schon den Weihnachtskaktus durch Samen vermehrt, das hat ja auch funktioniert. Und sogar die Amaryllis sind am Keimen. Also mal gucken, ob wir das hier auch noch hinbekommen. Wäre ja eigentlich ganz schön. Ne? So, okay, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder.